ich habe schon geahnt, dass das Concertino ein gutes Werk muss sein. Aber wie gut es tatsächlich ist, ist erst in der ersten Probe mit dem Orchester so richtig zum Vorschein gekommen. Um dieser ersten Einspielung einen besonderen Stellenwert zu geben, habe ich von Anfang an nach herausragenden Projektpartnern und Musikern gesucht. Der international tätige Bratschist und Dirigent Alexander Zemtsov leitet ein Ensemble aus Spitzenmusikern, unter anderem aus dem Kammerorchester Basel, einem Opernorchester Zürich oder einem Orchestre Symphonique de Mulhouse. Uns alle vereint die Liebe zu der Kammermusik und das Streben nach einmaligen Musikerlebnissen. Der Hans Haug selber hat sich nicht festgelegt, was er genau unter einem Piccola Orchestra versteht. Und ich hoffe, dass ihn die vorliegende Aufnahme begeistert hat.